Herzlich willkommen auf einem neuen Format hier auf YouTube und auf unserem Kanal. Es passiert immer mal wieder was Neues in der Aquaristikszene, was ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Daher habe ich mir ein neues Format ausgedacht, was ich nun neben unseren Videos, die jeden Freitag um 14 Uhr auf diesem Kanal erscheinen, zusätzlich rausbringen möchte. Wie oft und welcher Tag das hier erscheinen wird, ist noch nicht offen. Erst einmal wollte ich sehen, wie bei euch das neue Format ankommt. Am 12.12.2015 fand ein Meet and Greet im Garnelenhaus in Barstbüttel statt. Grund war die EAPLC-Verleihung. Bei diesem Zusammenkommen wurden die Aquarien gezeigt, die teilgenommen haben. Die Aquarien wurden von Juri, der ein bekannter Aquascaper ist, vorgestellt. Anschließend hat er sie mit Oliver Knott analysiert und einige Worte darüber verloren. Oliver, wie siehst du das? Ja, ich habe also Paludan und Terrarium, alles, also ist es ja eigentlich. Ja, wie gesagt, ob es jetzt ein Marvicusa darstellt oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt, aber ich glaube, wie gesagt, es war halt jetzt aber wichtig, auch dadurch, dass es ja eigentlich... Anwesende Gewinner konnten ihre Preise gleich entgegennehmen und noch einige Worte über ihr Werk sagen. Besonders konnten sich Annika Reinke und Marcel Runde freuen, die sich beim internationalen Contest auf dem Platz 119 schleichen konnten. Herzlichen Glückwunsch meinerseits. Ja, moin. Bisschen was zu dem Becken. Also wir haben uns hier irgendwie einen netten Samstag gemacht. Haben uns hier so ganz in der Manier, was Juris jetzt angesprochen hat und auch Olli gesagt hat, so ein bisschen gemeinschaftlich das gemacht. Das heißt, wir haben uns hier unseren Samstag mit mehreren Leuten vertrieben, haben das eingerichtet, haben dann nachher bei der Bepflanzung auch, haben das öffentlich gemacht, sodass die Kunden hier sein konnten, zugucken. Wir hatten da einige nette Gespräche und ja, wir freuen uns natürlich riesig über den dritten Platz, auch über Platz 119 beim IAPLC. Nochmal was Schönes. Ich glaube, die passen hier ganz gut ins Ambiente. Nach der Preisverleihung konnte man noch zwei schöne Vorträge anhören, die wirklich sehr interessant waren. Juri und Daniel erzählten über das große Aquascaping-Becken in Lissabon. So emotionale Sachen, die sind nirgends irgendwie aufgetaucht. Und für mich war das so, ich habe über dieses Projekt von Jörg erfahren und habe mir wirklich einen Arm ausgerissen und gesagt, koste es, was es wolle, ich fliege hin, ich auf alles auf eigene Kosten. Anschließend berichteten Oliver Knott, Carsten Logemann und Jörg Bullmann über die Verabschiedung in Japan von Takashi Amano, der dieses Jahr leider verstorben ist. Michael Schönefeld ist bekannt durch seine Aquaristikmesse Aquaexpo-Tage in Dortmund. Nun hat er noch eine zweite Aquaristikmesse ins Leben gerufen. Diese nennt sich Hamburger Wehr Vivaristik-Tage. Diese wird im neuen Jahr vom 9. bis zum 10. April stattfinden. Große Highlights sollen sein der europäische Nano-Aquascaping-Contest und eine Garnelen-Wildform-Ausstellung. Den Link zur Webseite habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich selbst werde im nächsten Jahr dort auftauchen und bin gespannt, wie diese neue Messe wird. Was haltet ihr von diesem neuen zusätzlichen Format auf unserem Kanal? Sollte ich euch öfter über Aktuelles berichten, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und wir sehen uns am Freitag um 14 Uhr wieder hier. Bis dahin, tschüss!